Freitag, 15 Uhr. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Flashlight im Wonnemonat Mai. Wenn Sie schon immer einmal wissen wollten, was es mit dem Neologismus LOMO auf sich hat, dann bleiben Sie dran. Zunächst aber unser Blick in die Wirtschaft. Robert Habeck stellte die neue Konjunkturprognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland vor. Statt dem bisher angenommenen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,2% geht Habeck nun von 0,3% aus. Das war jetzt, Jürgen, tatsächlich eine Meldung wert. Aber sicher, denn inzwischen freut man sich ja schon über Kleinigkeiten. Keine Kleinigkeit ist jedoch der deutliche Anstieg des IFO-Index, der die Erwartungen des Marktes klar übertroffen hat. Ja, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich jetzt im April nochmals verbessert und ist so gut wie im Mai 2023 zuletzt. Das IFO-Geschäftsklima, das kletterte im Index um gleich 1,5 Punkte auf 89,4 Zähler. Damit ist der IFO-Geschäftsklimaindex jetzt 3 Monate hintereinander gestiegen und damit könnten wir das Konjunkturtief tatsächlich überwunden haben. Aber Achtung, vor allem dank der Verbraucher, die wieder mehr konsumiert haben. Aber auch, und das ist für uns ja wichtig, im verarbeitenden Gewerbe, weil das ist ja der wesentliche Markt für unser Interim-Business. Da ist der Index auch gestiegen und das war vor allem auf deutlich weniger pessimistische Erwartungen zurückzuführen. Ja, die aktuelle Lage jedoch beurteilen die Firmen schlechter. Der Auftragsbestand ging zurück, Produktionssteigerungen sind nicht in Sicht. Rosige Zeiten werden sicher anders beschrieben. Ja, ein Beispiel dazu passt, dass Porsche in China mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Trotz massiver Rabatte sinken die Verkaufszahlen in China weiter. Ja, im ersten Quartal 2024 sind die Verkäufe von Porsche in China noch einmal um 24% eingebrochen. Als wesentlicher Grund gilt jetzt, bei den SUVs, aber auch bei den Sportwagen gibt es nun ernsthafte chinesische Wettbewerber, die ihre Fahrzeuge günstiger anbieten und in zentralen, für den Kunden wichtigen Bereichen auch noch besser sind. Etwas anderes aus der Wirtschaft, was vielleicht auch das Potenzial hat, der E-Mobilität einen entscheidenden Schub zu geben. Koreanische Forscher haben offenbar eine Natrium-Ionen-Batterie entwickelt, die sich in Sekunden laden lässt. Das wäre jetzt in der Tat ein wichtiger Schritt, der die Angst vieler potenzieller Kunden vor zu geringer Reichweite verschwinden lassen könnte. Ja, und hier noch eine weitere Entwicklung, die Mut machen sollte. Wir wollen ja auch Mut machen hier. Wir verzeichnen einen Boom bei Gründungen von KI-Startups in Deutschland. Na geht doch. Und selbstverständlich arbeiten wir mit einem dieser Startups zusammen. Der AIMP, der Arbeitskreis Interim Management Provider, hat seine jährliche Provider-Umfrage veröffentlicht. Die Studie berichtet von einem Marktvolumen von 2,85 Milliarden Euro, das rund 15.100 Interim-Manager und Interim-Managerinnen erwirtschaften. Wir verlinken auf die AIMP-Provider-Studie in der Beschreibung zu diesem Video. Auch die DDM hat ihre aktuelle Prognose veröffentlicht. Auch darauf verlinken wir in der Beschreibung. Ja, die DDM, die geht von rund 12.000 Interim-Managerinnen und Interim-Managern aus. Traditionell immer etwas weniger als der AIMP und prognostiziert ein Marktvolumen von 2,9 Milliarden Euro. Aber Achtung für das laufende Jahr. Der AIMP hingegen meldet fast exakt den gleichen Wert für das vergangene Jahr.
Fusionen oder Übernahmen gab es im April jedoch keine. Ja, und deshalb machen wir weiter mit einem doch recht schönen Erfolg für United Interim, Jürgen. Im Rahmen des AMP-Jahresforums werden ja traditionell die Interim-Manager des Jahres geehrt. In diesem Jahr wurde Michael Holzäpfel für ein Restrukturierungsmandat im Bereich Finanzen geehrt. Ja, allein das ist aller Ehren wert. Das Besondere an diesem Mandat ist jedoch, dass United Interim den Kunden beigesteuert hat und unser Partner AC Alpha Management den Interim Manager. Angestoßen wurde das Mandat durch eine Private Equity Gesellschaft, die eine Restrukturierungsaufgabe bei einer Portfoliogesellschaft aus der Metallverarbeitung erledigt haben wollte. In der Aufgabenbeschreibung hieß es, der CRO, also der Chief Restructuring Officer, soll die Strukturen und Prozesse seines Aufgabenbereiches so gestalten, dass diese der Unternehmensgröße und der Risikolage angemessen sind. Ja, wir freuen uns sehr über diesen sehr schönen Erfolg aus der Partnerschaft von United Interim und AC Alpha. Und das zeigt auch, dass sich die strikte, auch gemeinsame, starke Ausrichtung auf Qualität richtig auszahlt. Ja, und sie zeigt darüber hinaus, was durch offene Systeme möglich ist. United Interim akquiriert ein Mandat für einen Interim Manager von AC Alpha Management. Vor einigen Jahren gab es einen trendigen Begriff FOMO. Das Akronym steht für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Ja, FOMO, das ist die Befürchtung, die viele von uns wahrscheinlich auch selbst kennen, dass Informationen, Ereignisse, Erfahrungen oder Entscheidungen, die das eigene Leben verbessern könnten, verpasst werden. FOMO ist gekennzeichnet durch das Bedürfnis, ständig mit dem in Verbindung zu bleiben, was in relevant erscheinenden Bereichen so passiert. Das erklärt unter anderem das ständige Hängen am Smartphone vieler Menschen mit dem Blick auf X, Facebook, Instagram und in unserer Welt LinkedIn. Ja, das kenne ich auch. Mit meinem Smartphone, Unmengen von Zeit werden da zum Teil verdattelt. Fängt schon bei mir sehr früh morgens an. Aktuelle Analysen, die sagen ganz klar, dass Menschen in Deutschland etwa 5 Stunden und 22 Minuten pro Tag im Netz verbringen und allein davon 1 Stunde und 39 Minuten auf sozialen Netzwerken. Klar, dass hier irgendwann eine Gegenbewegung entstehen würde. Und damit sind wir bei JOMO, bei The Joy of Missing Out. Aus der Angst, etwas zu verpassen, wird hier die Freude, etwas zu verpassen. Denn manchmal gibt es ja gar nichts Befriedigenderes, als sich bewusst auch einmal für Nichtstun zu entscheiden. Einladungen, die einem da im Web über den Weg kommen, sie einfach abzulehnen oder auch zu Hause zu bleiben. Nichtstun kann auch bedeuten, sich mal nicht dem Strudel hinzugeben, dass man etwas tun muss, dass man gesehen werden muss, Leuten zeigt, was man gegessen und getrunken hat oder wo man auch gewesen ist. Sondern einfach mal zur Ruhe kommen mit sich, höchstens mit einer weiteren Person, mit der man gemeinsam schweigen kann. Und mit einem Buch. Es muss ja nicht zwingend ein Buch über künstliche Intelligenz sein. Obwohl ich da natürlich, da wir vor kurzem erst eins geschrieben haben, da natürlich jetzt sagen würde, das vielleicht ausnahmsweise doch. Aber egal, in dem Sinne wünschen wir Ihnen wirklich einen sehr schönen und erfolgreichen Mai. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. United Interim, the place to be in interim management.